Herzlich willkommen im Vertriebsoffensive-Podcast, respektive bei mir im YouTube-Kanal. Und heute gibt es ein mega, mega spannendes Interview mit Johann Lafer. Ich glaube, den muss ich nicht vorstellen. Ne? Also alle wissen, wenn es um leckeres Essen geht, Johann Lafer. Genau. So, und spätestens, wenn man einen Fernseher hat und da reinguckt oder wenn man mal in eine Buchhandlung geht, dann weiß man, Johann Lafer ist da super, super bekannt. Lieber Herr Lafer, ich freue mich, dass das geklappt hat mit unserem Interview. Ja, ich freue mich auch, Herr Kreuter. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich auch sehr geehrt, denn man informiert sich ja im Vorfeld so, was da so alles an Podcasts im Umlauf ist. Und ja, erstmal, ich mache ja auch einen, aber ich muss schon Respekt haben vor Ihrem Erfolg. Das muss ich schon mal sagen zu Beginn. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Herr Lafer, Fernsehkoch, da können sich die wenigsten was drunter vorstellen. Was ist Ihr Geschäftsmodell? Also wenn Sie jetzt jemandem, einem Unternehmer, einem Selbstständigen erklären, mein Geschäftsmodell ist, wie würde sich das anhören? Ich glaube, Genussbotschafter oder andersrum, das Vorbild zu sein für ein Leben für den guten Geschmack. Also alles das, was uns bewusst oder unbewusst berührt, das ist nicht immer nur Essen, auch sonst. Es gibt ja viele Dinge, die das Leben ja auch sehr stark beeinflussen. Das ins Bewusstsein zu rücken und das ist meine Aufgabe. Klasse. Damit man als Unternehmer mal so eine Größenordnung hat, wie viele Firmen haben Sie, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Also ich hatte bis vor 2 Jahren 8 selbstständige Unternehmen in verschiedenen Bereichen von Kochschule bis zu meiner selbstständigen Tätigkeit über das Hotel mit den Restaurants, über eine Besitzgesellschaft, eine Beratungsgesellschaft und so weiter. Das habe ich aber seit 2 Jahren alles zusammengelegt in ein Unternehmen, nämlich in mein persönliches Unternehmen. Denn ich habe festgestellt, dass man, wenn man heute auch verschiedene Unternehmen hat, letztendlich A, die Bank immer dafür Sorge trägt, dass man persönlich haften muss. Und natürlich dann kommt das Nächste, dass man auch in der Verantwortung steht als Geschäftsführer. Und da habe ich mir gesagt, warum soll ich das alles so kompliziert machen? Und ständig eine hohe Summe an Bilanzgeldern am Ende des Jahres auch an die Steuerberater bezahlen. Irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, ja, eigentlich hängt es sehr, sehr stark von meiner Person ab. Das bin ich. Und wenn du ich bist, dann musst du auch ich dahinter stehen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe es zusammengefasst. Natürlich gibt es da immer wieder Ratschläge, wenn es um die Haftung geht, aber auch um die Besteuerung geht. Gibt es sicherlich viele Modelle, die in einer Gesellschaft natürlich helfen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ja, ich stehe dazu und ich habe mich jetzt dafür entschieden. Okay, Mitarbeitergröße, wie viele Mitarbeiter? Ich habe jetzt ungefähr, also noch feste Mitarbeiter bei mir angestellt, ungefähr 10. Mhm. Und habe aber aus den bestehenden alten Mitarbeitern einiges an sogenannten freiberuflichen Mitarbeitern, die ich immer dann zu Wege ziehe oder für mich arbeiten, sie bitte zu arbeiten, wenn ich dann, so wie in der Vergangenheit vor Corona, diverse Veranstaltungen hatte oder habe, weil natürlich das kann man nur machen mit Leuten, die auch das verstehen, was ich möchte, wofür ich stehe und möglichst aus meinem Umfeld kommen. Okay, klasse. Die 3 wichtigsten Learnings aus Ihrer Zeit als Unternehmer. Also was haben Sie als Unternehmer gelernt? Nicht als Koch oder so, sondern als Unternehmer. Ja, also ich sage immer, man muss verantwortlich sich fühlen, von der Eingangstür bis zur Müllentsorgung. Das heißt, man sollte sich vollumfänglich damit identifizieren. Also das ist für mich das A und O. Auch Respekt gegenüber Mitarbeitern aufbringen, die eine Arbeit machen, die oft, ich sag mal, für viele einfach gemacht werden muss. Aber die Menschen haben auch Respekt und Wertschätzung verdient. Das ist das eine. Das zweite ist, dass von nichts kommt. Also wenn man heute in einem Unternehmen sich nicht, würde ich sagen, gedanklich, aber auch kreativitätsmäßig und ansonsten marketingmäßig keine Gedanken macht und natürlich qualitätsmäßig die Voraussetzungen erfüllt, wird es schwierig sein, den Erfolg zu erzielen. Und das Dritte ist aus meiner Sicht, ja, wenn eine Tür zugeht, geht auch eine andere auf. Also nicht immer alles gleich so negativ zu sehen, sondern auch manchmal ein bisschen Geduld zu haben und das Sprichwort, man sieht sich im Leben oft 2-mal, wörtlich zu nehmen.
spannend. Als Koch muss man sehr auf die Details achten. Kleinigkeiten machen den Unterschied. Ja. Sind Sie als Unternehmer auch so stark im Micromanagement drin, dass Sie wirklich sich Kleinigkeiten angucken oder sagen Sie, nee, als Unternehmer bleibe ich lieber mit ein bisschen Abstand? Das hat ganz was mit meinem Gegenüber zu tun. Es gibt natürlich Menschen, allen voran die Ehefrau, da weiß man ganz genau, diese Person ist ein Teil von uns, von mir, von dem Unternehmen. Und da geht man in der Regel immer davon aus oder sollte man davon ausgehen können, dass da eine Vertrauensperson da ist, wo es sich wirklich erübrigt, irgendwelche Details zu hinterfragen. Dann gibt es Mitarbeiter in führenden Positionen, wo sich herauskristallisiert nach kurzer Zeit, der macht das so wie sein eigenes Unternehmen, der fühlt sich voll verantwortlich, das ist ein Mitunternehmer. Und es gibt natürlich Menschen, die das als Job ansehen, die einfach kommen und sagen, ich arbeite jetzt beim Johann Lafer, ich verdiene dort mein Geld, aber eigentlich, na ja, gibt es auch noch andere Dinge. Klar, die gibt es sowieso, aber Sie wissen, was ich meine, dass dieses Herzblut, diese Leidenschaft, dieses sich damit verbunden und verantwortlich zu fühlen, das dann manchmal einfach nicht so vorhanden ist, wie man sich das wünscht. Und deswegen muss man einfach da im Laufe der Zeit herausfinden, mit wem kann ich nicht. Wer genießt mein Vertrauen, wer genießt es nicht? Und letztendlich muss man sagen, Vertrauen, das muss man sich auch erarbeiten, erkämpfen. Das kriegt man nicht geschenkt, da muss man Beweise antreten. Und deswegen hat jeder Unternehmer wahrscheinlich irgendwann mal gute oder schlechtere Erfahrungen gemacht mit seinen Mitarbeitern. Nur ich kann aber sagen, dass ich immer die Devise gehabt habe, Verantwortung zu übertragen und ich zu delegieren, weil ich immer gemerkt habe, dass ein Mensch, der keine Verantwortung hat, relativ schnell sich nicht gebraucht fühlt oder nur als, ich sage jetzt mal, als ausführende Person angesehen wird. Und deswegen habe ich immer gesagt, so, das war mein Spruch, mach du das. Auf dich kann ich mich verlassen, du kannst das, ich bin stolz, berichte mir, wenn das fertig ist. Und da merke ich einfach, dass da plötzlich bei Menschen Kräfte freigesetzt werden, Motivationen freigesetzt werden, die natürlich dann für mich als Unternehmer nur vom Vorteil sind. Ja, spannender Führungsstil. Ganz anderes Thema. Sie sind in Graz geboren, in Graz aufgewachsen. Mhm. Aber wenn ich mir Ihren Lebenslauf anschaue, waren Sie in München, Sie waren in Hamburg, Sie waren in Berlin, Sie waren in vielen kleineren anderen Städten. Sie sind beruflich immer unterwegs gewesen. Ja. Heute ist so mein Gefühl, dass viele junge Menschen nicht ganz so mobil sind. Die wollen gerne in ihrer Komfortzone bleiben. Die wollen gerne in dem Ort, wo sie leben. Die wollen da bleiben. Was raten Sie jungen Menschen? Ist das gut, in jungen Jahren viel auch woanders zu leben und zu arbeiten? Oder ist es besser, an einem Ort zu bleiben? Also ich kann Ihnen nur sagen, als ich damals nach meiner Ausbildung in Österreich und nach Teilnahme an diversen Wettbewerben mit der österreichischen Nationalmannschaft der Köche einfach schon durch die Begegnung mit anderen Teams aus anderen Ländern gemerkt habe, dass die Kulinarik nicht nur geprägt wird von der geografischen Situation, sondern dass ja viele Einflüsse von Menschen, von Kulturen zusammenführen, um eine Eigenart der Gastronomie herauszufiltern. Und da muss ich sagen, das hat mich so fasziniert. Ich sage immer, andere Menschen, andere Länder, andere Sitten. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich verstehen, warum man in Portugal anders kocht und isst wie in der Steiermark. Und ich möchte verstehen, wo kommt das eigentlich her, nämlich die Kulturgeschichte behind the scene. Also ich möchte gerne wissen, warum der Fischer oder die Frau des Fisches zu Hause eine portugiesische Fischsuppe kocht und dann erklärt sie mir, dass es früher nichts anderes gab und dass die Paprikaschoten da gewachsen sind und so weiter. Also fast alles hatte irgendwo seinen Ursprung. Und da habe ich mir gesagt, um wirklich, ich sage jetzt mal, A, meinen persönlichen Ehrgeiz des Wissens zu befriedigen, geht es nur, indem ich authentisch irgendwo hingehe, nicht nur Bücher lese und B natürlich auch, und das weiß jeder, dort eine Zeit lang bleibe, damit das ins Fleisch und Blut übergeht. Und das kann ich nur sagen, das war mein größtes Glück, dass ich heute, als ich in Frankreich ein Jahr war, verstanden habe, warum die Franzosen anders leben, anders essen, mehr Geld ausgeben und so weiter. Weil bei uns hat es früher immer geheißen, ach, die Franzosen fahren ein billiges Auto und essen da im Restaurant. Wenn man selbst da gelebt hat, die Kultur der Menschen mitbekommt, sich mit den Leuten unterhält und auch manchmal eingeladen wird, dann sieht man einfach, dass dort im Leben
in bestimmten Bereichen andere Prioritäten gesetzt werden. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Ich war ja dann lang in Asien. Ich war dann ja auch in sehr viel Praktikas, in Bangkok, in der Oriental, im Oriental Hotel, in einer Thai-Kochschule und so weiter. Das habe ich immer gemacht, weil für mich das Spektrum der weltweiten Esskultur so groß ist, dass man das nur versteht, wenn man das zumindest mal gegessen hat, beziehungsweise auch vielleicht authentisch miterlebt hat. Und ich kann eine Situation erzählen, die ist wirklich prägend und damit erklärt sich auch dann alles, was mit dieser Frage verbunden wird. Ich saß damals im Oriental Hotel vis-à-vis des Hotels an diesem Salon am Ringring über in diesem Restaurant, thailändischen Restaurant des Oriental Hotels. Und da servierten die uns Schweinefleisch im Bananenblatt mit Pflaumenmus oder Pflaumensoße, Ingwer, Knoblauch und Korianderkraut. Und ich werde nie vergessen, ich bin da abends, es war nach 21 Uhr, aufgesprungen. Da waren so viele Bougainvilleas auf dieser Terrasse und habe gesagt, was bilden wir uns ein in Deutschland mit unserem Schweinebraten? Schmeckt nur nach Salz und Pfeffer, oft stinkt er schon nach oder riecht er schon nach Schweinestall. Und jetzt sitze ich hier in Bangkok an einem River, noch nie in meinem Leben vorher davon was gehört und esse jetzt plötzlich das Fleisch, was wir kennen, nur in einer anderen Version zubereitet. Und das hat dann für mich den Reiz ausgemacht, einfach dieses East meets West oder diese Kombinationen zu wählen, japanisch mit sowieso oder das. Warum habe ich das dann auch gekonnt? Weil ich nämlich vor Ort war und ich habe verstanden, die Kultur. Viele Leute glauben mir heute, wenn sie sagen, ich koche asiatisch, dann ist es daran gelegen, dass ich Chiliwürfel reinmache und Sojasauce. Also aus meiner Sicht ein kompletter Schwachsinn. Alleine schon die Vielzahl der asiatischen Küchen. Ich hatte mal eine Serie im ZDF, Reisen durch China vom Norden in den Süden. Also was die im Norden Chinas essen, durch diese andere Klimazone, gibt es im Süden gar nicht und umgekehrt genauso. Also die Kulturgeschichte des Essens hat mich fasziniert und da ich ja Koch gelernt habe und einfach mehr wissen wollte, aus nur wie macht man ein gutes Schnitzel und einen Hirtenspieß in der Steiermark, habe ich mir gedacht, das kannst du nur erreichen oder nur erzielen, wenn du sogenannte Lehr- oder Wanderjahre auf sich nimmst. Und deswegen bin ich auch durch sehr viele Länder und Städte gezogen, habe dort lange Zeit verbracht mit einem Ziel, um das zu verstehen, was dahinter steckt. Spannend. Ja, darf ich dir noch was zum Mentoring-Programm sagen? Sehr gerne. Bin ja jetzt seit etwas länger als ein halbes Jahr dabei und du hast mir ja sehr viele wertvolle Tipps gegeben, unter anderem mit der Preiserhöhung. und den Podcast dazu, den habe ich auch immer schön auf meinem Desktop drauf liegen, ne, als Erinnerung, falls ich dann mal wieder nicht sicher bin. Aber was ich im Mentoring gelernt habe, ist, den Fokus auf Vertriebsthemen zu setzen. Ne? Dass dort dann einfach der Fokus ist. Und jetzt habe ich seit Januar ist es so, dass bei mir wieder die Bude brennt. Alle Leute haben Projekte abgeliefert oder haben irgendwelche Support-Themen. Das ist wirklich geil. Aber ich mache es jetzt nicht so wie vor 2 Jahren, dass ich dann sage, ja geil, Aufträge ist super, sondern ich fokussiere mich trotzdem noch jetzt auf die Themen Vertrieb und Marketing. Und da bin ich gerade dran in der Umsetzung, das wirklich nach vorne zu bringen, Website fertig zu kriegen, Online-Marketing fertig zu kriegen, auch wenn es gerade viel zu tun wird. Und das ist für mich, ich glaube, das wertvollste Fazit aus dem letzten Monat gewesen. Finde ich gut. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Und bitte denk immer dran, das gilt für alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr viel Nachfrage habt und ihr denkt, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich das alles abarbeiten? Gibt es einen leichten Filter und der Filter heißt, erhöhe den Preis. Aufgrund eines höheren Preises fliegen auf einmal Aufträge weg. Ja, oh, dann kauft der aber nicht mehr und der kauft nicht mehr, macht nichts. Es sind immer noch genug da, die kaufen und die zahlen dann einfach viel mehr Geld dafür. Unterm Strich bist du viel profitabler unterwegs. Du hast ein bisschen weniger Stress, aber verdienst auf der anderen Seite noch mehr Geld. Und das ist cool. Lieber Jan, ja, vielen, vielen Dank. Und übrigens auch das hier nochmal in die Runde.
Das ist nicht immer einfach. Man kriegt nicht immer die Antwort, die man gerne haben möchte im Mentoring. Und das ist nicht immer bequem. Die meisten möchten gerne in ihrer Komfortzone bleiben, aber Wachstum ist immer außerhalb der Komfortzone. Also die Komfortzone, die tut momentan sehr viel bei mir. Ja, aber sie ist lukrativ. Sie ist lukrativ. Sie wird sich auszahlen. Genau. Danke dir. Dankeschön. Jan, vielen Dank. Was für mich besonders spannend, was ich da raushöre, ist, Sie sind extrem viele Jahre lang immer Schüler geblieben. Ja. Sie hätten doch auch relativ früh nach der Ausbildung, hätten Sie doch sagen können, ich bin Koch, ich bin fertig, Nein. Ich lege jetzt los, ich verdiene jetzt Geld. Aber Sie sind so viele Jahre immer Schüler geblieben. Wie ist das? Weil wenn Sie dann nach Bangkok kommen, in eine neue Küche, dann werden Sie ja nicht unbedingt so wertgeschätzt, wie Sie das sehr wahrscheinlich in Deutschland oder in Österreich bekommen hätten. Weil Sie sind ja erstmal wieder Schüler. Wie ist das? Also ich habe in Paris angefangen oder auch ich war mal beim Käfer 14 Tage Praktikant. Ich glaube, ich habe beim Käfer 14 Tage nichts gemacht, außer Hummer und Langostines aufgebrochen. Meine Finger waren komplett offen und so weiter. Aber warum bin ich da hingegangen? Ich meine, ich habe mich schon immer interessiert gehabt für das Verpflegen von mehreren Personen à la Catering sozusagen unter bestimmter Qualitätsvoraussetzung. Das ist der Käfer ja das Beispiel par excellence. Also was war für mich wichtig? Die Demut zu erleiden, um das andere zu erreichen. Also ich habe gesagt, jeder kann mir erzählen, du kannst auch die Bücher lesen, kannst auch die Artikel lesen. Nein, du musst live dabei sein. Und deswegen bin ich dort hingegangen, habe mit sehr viel Ehrfurcht und Respekt dort angefangen. Es hat ja keiner gewusst, was ich später mal mache oder was ich für ein Koch bin. Ganz im Gegenteil. Ich war mehr oder weniger einer, der eine Stagiaire gemacht hat. Und so war es auch in Paris. Und ich sage, eins meiner großen zusammenfassenden Ergebnisse ist das, wie länger ich wo unter dem Radar mit Demut und Respekt mit diesen Leuten gearbeitet habe, ich sehr offen war, sehr einfühlsam, habe ich so viel gezeigt bekommen. So viele Leute sind mir zur Seite gestanden und haben gesagt, Mensch, das ist aber ein netter junger Mann, den helfe ich jetzt oder was auch immer. Ich werde nie vergessen, in Paris haben die mich dann zum Schluss in ein 3-Sterne-Restaurant eingeladen und ich meine, ich war da Hiwi, ich habe kein Geld bekommen, ich war Praktikant. Ja, warum? Weil die gemerkt haben, es ist mein Ich, meine Leidenschaft, mich interessiert es. Also mir war das egal, wenn ich jetzt 5 Stunden irgendwelche Krebse ausgebrochen habe. Aber irgendwann hat der Chef gesagt, komm zu mir nach vorne, schau zu, wie das geht oder wie das gemacht wird. Deswegen habe ich meinen Mitarbeitern immer gesagt, wenn wir Praktikanten haben, finde ich es ganz wichtig, dass man nicht die Praktikanten nimmt für irgendwelche Hiwi-Arbeiten, die einfach irgendwas machen, weil sie da Praktikanten sind, sondern denen musst du vorne an der Front eine Chance geben, damit sie was Motivierendes sehen, damit sie den Beruf noch größer wertschätzen und sagen, Mensch, das Spektrum meines Berufes ist so groß, da bin ich so motiviert, da weiterzumachen. Aber jetzt komme ich zum Lava-Praktikum und schäl 14 Tage nur Kartoffel. Was soll das für eine Motivation sein? Das kann sie nicht sein. Also da habe ich schon immer anders gedacht aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Und ich muss sagen, das hat mich geprägt. Und ich habe heute noch zu Leuten, wo ich früher war, ein tolles Verhältnis, eine tolle Beziehung. Bin sehr, sehr glücklich und stolz, dass das über mich ergangen ist. Und wie man ja heute sieht, es hat nicht geschadet. Vielleicht den Geldbeutel, aber sonst nicht. Klasse, klasse. Vielen, vielen Dank. Nochmal zu diesen Wanderjahren. Andere Kulturen, andere Sprache, andere Menschen. Also viele haben ja Angst, dass sie einfach nie einen richtigen Freundeskreis aufbauen können. Weil sobald ein paar Freundschaften entstehen, dann geht man schon wieder weiter. Wie war das denn in der Phase? Da würde ich sagen, das sieht man komplett falsch. Weil zum Beispiel die erste Sache ist, es gibt ja kaum etwas auf der Welt, was Menschen verbindet. Ich glaube, das Essen ist die elementare Grundvoraussetzung und wer das nicht macht, glaube ich, kann nicht leben. Also finde ich, wenn Sie heute mit Freunden zusammensitzen und sich einen schönen Tag oder was auch immer gestalten wollen, spielen doch ein paar Dinge eine zentrale Rolle. Das ist einmal natürlich die Atmosphäre,
Das zweite ist, es muss was zum Trinken, was zum Essen geben, weil ich glaube kaum, dass es immer so ist, dass jeder nur sagt, ich lebe von Luft und Liebe, kann schon sein. Aber ich glaube, die Leistungsfähigkeit lässt nach einer bestimmten Zeit nach, weil man einfach nicht die nötige Wohlfühlqualität in seinem Körper hat, um leistungsfähig zu bleiben, um ein tolles Gespräch zu führen oder lustig zu sein oder was auch immer. Also egal, wo ich heute hinfahre, wenn ich in Urlaub fahre, das ist das Prägende bei unseren Kindern, dann könnte ich ja sagen, okay, pass auf, morgen machen wir einen Ausflug, wir gehen dahin, keine Ahnung wohin, wir gehen auf den Tafelberg. Aber gleichzeitig kommt ja auch die Frage, ja, was frühstücken wir? Wir müssen ja zum Mittag auch was essen und wo gehen wir heute Abend hin zum Essen, obwohl wir diesen zentralen Ausflug geplant haben. Daran sieht man doch, dass das sehr verbindend ist und ist eine Voraussetzung. Deswegen sage ich immer, es tut mir so leid bei so vielen Menschen, die das Essen so überhaupt nicht wertschätzen, für die Essen eine notwendige Nahrungsaufnahme ist. Ich kann nur den Tipp geben, und das ist das, was ich sage, obwohl ich den Beruf gelernt habe. Ein Motor ohne Benzin und Öl, gut, heute gibt es einen Elektromotor, aber der braucht Strom, funktioniert nicht. Und mein Körper, den ich ja immer wieder ausbeute oder von dem sehr viel verlange, braucht ja auch irgendwas, wovon das kommt. So, und deswegen sage ich, ganz wichtig ist, sich Gedanken zu machen, wie kann ich leistungsfähig sein. Natürlich gibt es immer mal schwierige Situationen, es gibt Ärger, es gibt Probleme, aber ich finde, wenn man sich wohlfühlt, wenn nicht der Magen knurrt oder wenn man nicht, ich sag mal, irgendwie morgens sich am Bahnhof irgendeine Sembo reinhaut und sagt, okay, jetzt muss ich wieder 8 Stunden arbeiten, heute Abend esse ich zu Hause, dann finde ich es oft das Verhältnis, das, was man sich selber antut, und das, was man von einem erwartet, in keinem richtigen Verhältnis. Das heißt, jetzt nichts mit Luxus zu tun, sondern einfach mit bewusster Ernährung oder etwas zu tun, was mir hilft, dass ich funktioniere. Und da kann ich nur sagen, da macht man sich oft viel zu wenig Gedanken und man hat auch nicht gelernt, sich selbst wertzuschätzen. Das finde ich immer ganz wichtig. Also ich sage immer so, wie jetzt vor dem Podcast, wenn ich jetzt hier sitzen würde und habe gestern Abend zum letzten Mal gegessen und nichts getrunken, dann würde ich wahrscheinlich A, Konzentrationsschwierigkeiten haben und B, würde ich ständig hier auf der Suche sein, ob da in der Ecke irgendwo noch etwas liegt, was ich jetzt mal anknabbern kann. Damit das aber nicht der Fall ist und ich mich konzentriere, habe ich lediglich ein Glas dastehen mit Wasser. Das ist natürlich das, was man immer dastehen sollte. Aber dafür habe ich vorher schon das getan, was mir es möglich macht, mit Ihnen jetzt das Gespräch zu führen. Ansonsten würde ich ja da sitzen und sagen, ach, hoffentlich ist das bald vorbei. Lass mir meine Ruhe. Ich habe keine Zeit mehr, weil ich habe jetzt Hunger. Also ich glaube, das ist leichter gesagt als getan, weil auch der Plan vieler Menschen ist schon sehr präzise ausgeführt. Das sieht man auch heute beim Kochverhalten. Ich meine, gerade jetzt zur Zeit ist wieder von meinen Kollegen ein Buch ganz weit vorne mit der schnellen Nummer. Da denken die Leute immer, verstehst du, es muss alles schnell gehen und es muss auch noch exzellent sein. Da gibt es sicherlich Beispiele, aber es gibt auch Beispiele. Und das würde ich jetzt gerne mal aufzählen, wenn wir noch so viel Zeit haben, ist das Beispiel eines Wurstbrotes. Ich kann mir heute, wie gesagt, in jedem Supermarkt so ein Paket Brot holen, einen Würfel Butter und die offenen Wurstscheiben. Und dann setze ich mich vor dem Fernseher, einen Teller auf meinen Bauch und streiche auf diese Wurst, auf diese Brotscheibe ein bisschen Butter und lege die Wurstscheibe drauf, die schon geschnitten ist. Ist ein Wurstbrot. Aber ich kann auch zum Bäcker gehen, mir ein Brot kaufen, dann schneiden, dann höre ich schon das Geräusch, wie das knirscht, habe ich schon Lust. Ah, dieses frische Brot, das riecht auch noch, verstehst du? Das ist ja wahnsinnig. Dann tue ich das vielleicht in der Pfanne mit Butter oder mit Öl ein bisschen braten, dann lege ich da drauf ein paar Blätter Salat, dann hole ich mir beim Metzger frisch geschnittene Wurst, die nicht schon 2 Tage da in der Decke liegt, weil sie schon vorgeschnitten ist, und dann tue ich noch drauf ein bisschen Petersilie, eine Tomatenecke, was weiß ich, keine Ahnung, noch ein bisschen Senf oder was man auch dazu haben möchte, nehme einen schönen Teller, nehme möglicherweise ein Besteck und eine Serviette, ist auch nur ein Wurstbrot. Jetzt wird jeder sagen, ach, so viel Arbeit wegen so einem, sagen wir, blöden Wurstbrot, ja? Ich wollte schon sagen, scheiß Wurstbrot, nein, wegen so einem blöden Wurstbrot. Aber das ist eine Frage von der persönlichen Wertschätzung. Das ist eine Frage für mein Ich. Also ich meine, ich habe 2 Hunde, ich will jetzt nicht sagen, aber manchmal kommt mir das vor, wie wenn man den Hund was vorschmeißt. Das darf nicht der Fall sein. Also mein Ich kommt zuerst, jetzt nicht der Egoismus, aber mein Wohlfühlen ist die Voraussetzung, dass es meinem Umfeld auch gut geht. Wenn ich heute in mein Unternehmen gekommen bin und war schlecht gelaunt, dann hast du gemerkt, dann waren plötzlich alle schlecht gelaunt. Natürlich ist man mal schlecht gelaunt, man ist noch mal böse und man hat auch mal irgendeinen Stress, aber ich habe immer gesagt, so wie man in den Wald hineinschreit, so kommt das Echo zurück. Die meisten hören Podcast beim Sport, beim Spazierengehen, beim Autofahren. Mhm. Und das
Das Bild dieses Wurstbrotes war jetzt gerade so klar, dass ich glaube, ziemlich viele Menschen werden an dieser Stelle beim Hören des Podcasts ein Hungergefühl bekommen. Sehr schön, vielen Dank dafür. Vorbilder. Wie wichtig sind oder waren Vorbilder für Ihre Karriere? Und vielleicht gibt es heute noch ein, zwei, die Sie mit uns auch gerne mal teilen. Ja, es gibt ganz viele Vorbilder. Ich finde, man kann nur gut werden, wenn man beim sehr Guten gelernt hat. Also nach sehr gut kommt ja gut. Und da kann ich nur sagen, das war meine Art, auch mich zu entwickeln, indem ich immer demütig war vor Menschen, die mir was beibringen konnten. Also ich hatte überhaupt keinerlei Ambitionen, zum Beispiel immer Eckhard Witzigmann, ihm zu widersprechen oder ihm das Gefühl zu geben, mir ist es egal oder was er sagt, das interessiert mich nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin morgens um 6 Uhr auf den Viktualienmarkt gefahren vor meiner Arbeitszeit und habe dort Lebensmittel ausgesucht und habe ihm Vorschläge gemacht, was wir vielleicht für ein neues Dessert auf der Speisenkarte machen können. Warum habe ich das getan? Das waren oft Dinge, die waren nichts, hat ihm auch nicht interessiert. Aber der hat gemerkt, Mensch, das ist ein kreativer junger Mann, der hat Lust, der hat Ehrgeiz. Und wenn du so einen ehrgeizigen Typen hast, der kann dir bestimmt helfen oder dem kannst du auch helfen, da bist du auf einer bestimmten Ebene. Und da muss ich sagen, da habe ich in meinem Leben, Gott sei Dank, so viele Leute kennengelernt. Ich meine, ich hatte mal in Hongkong ein Praktikum im China-Restaurant und da gab es wirklich extrem aufwendige Arbeiten, also das Zupfen von Haifischflossen damals, ja, diese silbernen Streifen da rauszuzupfen, da stehst du den ganzen Tag da, um nur so für 10 Sharkfin-Suppen das Zeug zu machen, gibt's heute eh nicht mehr, aber ich wollte es nochmal sagen, da habe ich auch gedacht, so ein Schwachsinn, aber ich habe totalen Respekt bekommen, vor der Küche, vor den Personen, oder nehmen wir mal das Beispiel Spüler. Wie wichtig ist heute in der Küche ein Spüler? Und wenn ich den dann immer alles hinschmeiße und wenn ich meine Köche dann gesehen habe, dass die noch volle Pfannen oder was weiß ich, das ganze restliche Zeug drin gelassen haben und der Spüler, der stand da hin in der Ecke, musste das alles wegräumen, da bin ich ausgedickt, weil ich immer sage, Voraussetzung für das, was du jetzt machst, ist eine saubere Pfanne, ein Topf und ein Teller. Und da musst du einfach auch verstehen, dass das keine Handlanger sind oder Hiwis, wie man so schön zu sagen pflegt, sondern das sind für mich Vorbilder. Und da kann ich Ihnen sagen, da gibt es heute für mich ganz, ganz viele Vorbilder. Natürlich in meinem Beruf, zu denen ich auch fahre, zu denen ich aufschaue. Natürlich jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter ist es ein bisschen weniger geworden, ganz klar. Aber es gibt eine total neue Generation. Ich habe zum Beispiel jetzt einen jungen Mann bei mir, der kommt aus der Schweiz, der ist knapp über 30 Jahre. Das ist für mich zum Beispiel so ein Vorbild, eine Vorbildperson, denn dieser Mann macht jetzt die moderne Küche, die ich in der Form bei meinen Vorbildern so nicht kennenlernen durfte. Und jetzt kommt nämlich das Spannende dabei. Wir werden also jetzt sehen, wie wir uns zusammenfinden, indem der Klassiker und der Moderne versuchen, daraus eine Mischung zu machen. Und ich glaube, das nennt man in der Neuzeit Weiterentwicklung oder Kreativität oder wie auch immer, eine andere Form von Essen. Und deswegen ist ein Vorbild nicht immer nur einer, der schon 17 Mal in der FAZ gestanden hat oder im Fernsehen ist, sondern es sind oft Leute im ganz kleinen Bereich. Oder wenn ich sehe hier, bei uns gibt es so einen Gärtner, der macht so die ganzen Kräuter nach Hildegard von Bingen. Ich meine, das ist doch etwas Besonderes. Das sind für mich Vorbilder, weil sie sich A, die Zeit nehmen und B, ein bestimmtes Wissen haben, was ich persönlich nicht habe. Spannender Blickwinkel. Sie sind Jahrgang 57. Mhm. Was treibt Sie an? Was motiviert Sie, morgens aufzustehen und in Ihrem Beruf immer weiterzumachen und immer noch weiter zu wachsen?